Ja, hey Leute, Mr. Semtex hier und zwar diesmal mit einem kleinen Ground-Gameplay von, eher gesagt, Gameplay-Ausschnitt vom Tabak, dem, ich sag jetzt mal, dem Malbro, nee, den John Player der Call of Duty-Szene, so kann man es vielleicht mal ganz gut sagen. Danke an der Stelle dafür, gespielt mit der ACR, wie schon gesagt, auf Ground. Ist ein wirklich richtig, richtig schöner Ausschnitt, schaut es euch im Hintergrund an, der geht hier wirklich ganz gut ab mit seiner goldenen kleinen Wasserpistolenpuste. Und deswegen wollen wir das jetzt einfach mal so stehen lassen mit dem Gameplay. Wie gesagt, Score wird nicht verraten. Ich finde, das ist immer schöner, sich das anzugucken, als sowas schon so direkt gesagt zu bekommen. Deswegen genießt einfach die Show und hört mir jetzt einfach mal ein bisschen zu. So, es geht bei mir einfach mal darum. Ich bin von vielen Leuten gefragt worden, wie jetzt die ganzen letzten Tage so für mich gewesen sind. Ich sag mal so, ab dem Punkt, wo ich erfahren habe, dass ich Kommentiers gewinne, bis jetzt hin. Was hat sich so verändert? Was habe ich passiert? Was haben sich vielleicht auch an anderen großen Kommentatoren jetzt bei mir gemeldet? Und wie ist das Ganze so für mich einfach abgelaufen? Wie war das Ganze für mich? Und ich kann einfach nur sagen, es war extrem geil gewesen. Ich hatte ja schon in meinem Interview gesagt, mit der Miss Flaschengeist, ich werde das Interview auch nochmal unten für euch verlinken, da habe ich ja schon gesagt, dass es wirklich sehr, sehr schön gewesen war. Ich habe mich tierisch gefreut, als Krieger gesagt hat, dass ich gewonnen habe. Ich habe mich viel mit Kommentiers beschäftigt, habe mir so ziemlich alle angeguckt, außer so die von den letzten 2, 3 Tagen, weil da hatte ich dann einfach zu viel auf Arbeit um Ohren gehabt, da habe ich es einfach nicht mehr geschafft, mir die noch anzuschauen. Und habe auch mir wirklich viele, viele starke Konkurrenten rausgesucht, habe bei vielen Leuten gesagt, okay, der und der ist noch ein ernster Gegner und der ist ein ernster Gegner. Gut, bei einigen habe ich gesagt, das sind, ja, ich will nicht sagen Kacklappen, aber waren schon einige dabei, wo ich mal stark von ausgegangen bin, dass Krieger mich höher einstufen wird als die. Aber auch, wie gesagt, einige, die ich als starke Konkurrenz angesehen habe. Ich finde es klasse, dass ich gewonnen habe. Ich gratuliere auch dem Rebits an der Stelle, Rebits TV, dass er als Zweiter gewonnen hat. Es gibt 2 Gewinner, das muss ich ja auch dazu sagen. Ich bin ja nicht alleiniger Gewinner des Ganzen. Hier wäre es auch mal kurz vor der Feindaufgabe gewesen, sehe ich gerade. Aber zum Glück geht es dann doch noch weiter, sonst wäre jetzt schon ein bisschen wenig Zeit. Was ich dazu noch sagen wollte, ja, ihr habt ja auch mich auch ein paar Mal bei Krieger im Livestream gesehen. Ich fand es auch geil. Ich fand es auch geil von euch, dass ihr immer so nach mir gefragt habt. Der Krieger hat mir ja noch gesagt, dass ihr im Livestream förmlich nach mir geschrien habt. Und das fand ich schon echt klasse und das hat mir wirklich Spaß gemacht, mit im Livestream zu sein. Das Blöde ist natürlich, ich kann da meistens nicht sehr viel reden, weil ich zocke ja nicht mit, ich habe ja keine Xbox. Und dann spielen sie Trials und dann spielen sie Worms und dann sitzt man halt so mit daneben. Und ja, dann lacht man mal, wenn einer einen Witz erzählt oder sowas. Aber viel kannst du dann auch gar nicht sagen. Und ich will nicht sagen, dass ich mir jetzt extra für eventuell zukünftig noch eventuell kommende Livestreams eine Xbox geholt habe. Das stimmt nicht. Nee, ich habe mir eine Xbox geholt, weil ich schon lange eine Xbox haben wollte. Für, generell einfach für Call of Duty. Die DLCs gibt es einfach einen Monat früher. Das ist für mich einfach ein ganz großer Vorteil. Du hast vernünftige Server, du hast nicht ständig diese Host-Migrationsscheiße und sowas. Und es ist einfach so, ich möchte auch einfach mit meinen Xbox-Abonnenten zusammen zocken können. Ich möchte einfach so ein bisschen universeller sein. Ich kann dann auch, wenn ich eine Xbox habe, kann ich mit euch Halo und Gears of War spielen. Wenn ich eine Playstation habe, dann kann ich mit euch Killzone zocken und sowas. Da bin ich einfach ein bisschen flexibler. Natürlich kann ich auch Trials spielen. Das Spiel habe ich übelsten Bock drauf. Das war mit einer der Hauptausschlaggeber, warum ich mir eine Xbox geholt habe. Einfach so tierisch Bock auf dieses Spiel habe. Und die Xbox wird, denke ich mal, ist jetzt bestellt, wird mir geliefert. Ich habe jetzt gleich so ein Paket genommen mit so ein paar Spielen und sowas. Müsste Ende der Woche, sonst, falls es bis Freitag nicht klappt, wahrscheinlich dann am Montag nächste Woche ankommen. Ich werde dann auch nochmal mein Gamertag, was ich mir dann vergeben werde. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der Richtung Mr. Semtex gehe. Vielleicht mache ich auch was anderes. Das schreibe ich dann nochmal rein. Dann könnt ihr mich da adden. Da werden ja auch viele Plätze jetzt frei sein. Da können sich die Xbox ja schon mal breithalten. Das wird auf jeden Fall jetzt in Zukunft kommen. Dann muss ich sagen, fand ich es extrem cool. Irgendjemand hat, und was heißt irgendjemand, Natsumi von mir, hat einen Kommentarausschnitt von mir und dem Mr. Gameplay Germany 2, was wir bei Skype geschrieben haben, dem Dr. Kaboom zugeschickt, in dem ich natürlich irgendwas geschrieben habe, von wegen, oh, dass ich Kaboom so klasse finde und dass er halt so auch ein sehr großes Vorbild für mich ist und dass ich ihn schon extrem lange gucke und sowas. Und ja, und daraufhin hat der Kaboom mich dann in Skype geaddet und mich angerufen. Ich war sowas von überrascht den Abend. Auf einmal heißt es da, Dr. Kaboom möchte sich in der Freundesliste haben. Ich dachte so, ja, das ist klar, irgend so ein Fake-Account oder sowas. Und dann schreiben wir so und dann ruft er an und das ist der richtige Kaboom da an der Leitung. Das war schon echt geil gewesen. Kaboom ist wirklich super drauf, genauso wie der Krieger. Sind beides super, super coole Menschen, muss ich sagen. Auch jetzt abgesehen von YouTube oder sowas, also was ich jetzt so mit Krieger habe ich ja auch schon mal ein bisschen so geschrieben in so anderen Skype-Runden und sowas. Und auch wenn dann im Livestreamer Werbung zu sehen war, ist auch mal so ein bisschen geschnackt worden. Das sind beides wirklich super coole Leute, muss ich auf jeden Fall sagen. Das Gameplay neigt sich dem Ende. Er hat die Moab, die jetzt gerade hier, und zwar unglaublicherweise, und jetzt den übelsten Multikill-Reis, ein Gegner. Und aber trotzdem Glückwunsch zu der Moab an der Stelle. Ich werde noch ein anderes Gameplay dranhängen.
So, jetzt ein abrupter Ende gerade gewesen. Ich mache jetzt das zweite Gameplay in den Hintergrund. Ich bin das nämlich gerade jetzt hier ein bisschen live am Aufnehmen, am Zusammenpacken. Das zweite Gameplay kommt jetzt vor euch und da kommentiere ich jetzt einfach mal nahtlos weiter. Wie gerade schon gesagt, Krieger und Kaboom sind echt coole Menschen. Ich habe auch mit vielen anderen noch jetzt ein bisschen mehr Kontakt als vorher. Mit Majestical habe ich ja vorher schon ein bisschen geschrieben. Sein Kommentier ist, um es mal so zu sagen, es war ja mir ein, ihr dürft mein Gameplay benutzen, wenn es euch, wenn es mir gefällt, lade ich es in eurem Kanal hoch. Habe ich ja auch mitgemacht, deswegen seitdem ich mit Majestical ein bisschen in Kontakt. Hier und da natürlich auch mal mit dem Killer Chris geschrieben und sowas. Und es ist einfach klasse, dass ich langsam aber sicher einfach in dieser ganzen Commentary-Szene einfach jetzt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen ernster genommen werde, aber einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch von den Großen, dass die einfach mal sagen, hey, den finde ich gut. Letztens zum Beispiel kam ich bei Krieger in den TS rein und da war MarcyXD gerade gewesen. Er schreibt mir so, ey, du bist cool oder ey, du bist geil oder sowas. Da dachte ich so, okay, cool, schön zu wissen. Und war echt klasse gewesen, auch von solchen Leuten dann mal ein Lob zu kriegen. Und nochmal kurz zum Gameplay, wie ihr schon sehen könnt, Typ 95 in Gold. Auf, ach, wie heißt die? Nee, Erektion heißt hier nicht. Erosion heißt, glaube ich, die Map. Und auch wieder logischerweise Face-Off. Leider kann man auf dieser Map ja kein Sprengkommando spielen. Und aber gut, gucken wir uns das Gameplay im Hintergrund an. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, wird es ähnlich wie beim Gameplay gerade auch ein Moab-Gameplay sein. So, was hat sich bei mir noch getan? Ja, ich bin ja in einem anderen Clan drin. Dazu wird es aber noch ein eigenes Commentary geben. Ich bin auch noch in meinem alten Clan drin. Wie das Ganze funktioniert, das, wie gesagt, gibt es in den Commentary. Da habe ich ein Duel zusammen mit dem Schaui gemacht. Ich war jetzt auch bei German Top Gameplay. Habe ich was kommentiert. Und zwar ein 55-Sekunden-Moab. Ja, war ein sehr kurzes Commentary, wie schon gesagt, 55 Sekunden. Also gut, das Commentary ging eine Minute irgendwas, weil noch so ein ganz bisschen Vorgeplänkel dabei gewesen ist. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, werde ich euch auch unten rein verlinken. Habe ich mich auch tierisch drüber gefreut, dass ich da auch gefragt wurde. Und generell, ich bekomme so viele Nachrichten. Ich habe die letzten Tage, und das ist wirklich ungelogen, und wenn ihr mir nicht glaubt, dann mache ich euch von mir aus gerne mal einen Screenshot. Jeden Tag Minimum 150 neue Nachrichten, wenn ich online komme. Und wenn ich jetzt einfach mal die Nachrichten, die ich den Tag über bekomme, einfach mal, wenn ich jetzt mal 24 Stunden nicht online kommen würde, hätte ich garantiert an die 300 Nachrichten. Und liegt A daran, dass ich wirklich vielen zurückschreibe. Es tut mir wirklich leid. Muss ich wirklich mal sagen, ich habe vorher auf so ziemlich jeden Kommentar geantwortet. Ich habe vorher eigentlich jede Nachricht beantwortet. Auch wenn es noch irgend so ein schwachsinniger Kram gewesen ist, ist einfach das Problem, ich komme einfach nicht mehr dazu, wirklich jede Nachricht, jeden Kommentar zu beantworten. Es tut mir wirklich leid. Ich finde es dann wirklich schade. Nur wenn ich sehe, ich habe da 20, 30 Kommentare bekommen, 20, 30 Nachrichten bekommen, dann lese ich mir die erstmal eben alle durch. Und wenn da irgendwas richtig, ich sag mal, Dringliches, Wichtiges drin ist, dann schreibe ich mal eben schnell zurück und dann kann es auch mal vergessen, dass ich das eine oder andere dann einfach ja im Schwall der Nachrichten dann einfach mal überlese. Oft sind Fragen nach Duels und Gast-Commentaries. Generell habe ich überhaupt nichts gegen Duels und Gast-Commentaries. Es werden in nächster Zeit viele, viele Duels von mir kommen. Und ich werde bestimmt auch mal das eine oder andere Gast-Commentary hochladen. Einfach vor allem auch, ist für mich natürlich auch angenehmer, wenn ich mal wieder eine Woche extrem in der Arbeit verplant bin und jetzt nicht dazu komme, irgendwelche sieben Videos oder vielleicht auch mal mit so ein paar Clips auch ein bisschen mehr zu machen, ist natürlich so ein Gast-Commentary einfach nochmal was Schönes. Das Ding ist aber einfach nur, was mir bei Gast-Commentaries wichtig ist, ist einfach, dass ihr eine wirklich angenehme Stimme habt, eine gute Mikrofonqualität habt und dass ich im Prinzip, ja, ich sag mal, qualitativ nicht zurückschrauben muss auf meinem Kanal, dass ich jetzt nicht sage nach dem Motto, ist ein Gastkommentar, ich könnte natürlich auch es mir leicht machen, würde von jedem, der mir anschreibt, ein Gastkommentary annehmen, da würde ich pro Tag bestimmt 3 Gastkommentaries oder sowas hochladen, weil ich so viele Anfragen bekomme, ich bekomme bestimmt einige Anfragen am Tag nach Gastkommentaries und wird dann mein Abonnenten einfach sagen, Leute, falls die Qualität schlecht ist, da kann ich nichts für, das ist ein Gastkommentary. Aber ich möchte einfach in meinem Kanal, ich meine, ich heiße Mr. Semtex HD, deswegen ist HD als Bildqualität schon mal absoluter Standard, weil sonst dürfte ich mich nicht so nennen. Und ich finde auch eine gute Mikroqualität und auch eine gute, schöne, schön klingende Stimme, vor allem auch mit Lust und mit Freude kommentiert, Leute. Guck mal, das ist unser Hobby. Das muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Kommentieren ist mein Hobby. Kommentieren macht mir Spaß. Und ich möchte, dass ihr meinen Spaß, den ich daran habe, über meine Stimme so gesehen mitbekommt. Ich sitze hier gerade und gestikuliere mit meinen Händen wie so ein alter Italiener oder irgendwie sowas. Hab ein breitgezogenes Lächeln im Gesicht und sowas. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach mal so ein bisschen gute Laune dabei haben. Dann gucke ich mir auch eure Kanäle an. Und wenn ich dann sage, ey, der ist cool, der ist witzig, der ist gut drauf, dann ist das auch mit den Gastkommentaries überhaupt kein Problem. So, hier fetzt gerade die Moab rein. Mal schauen, wie viel er diesmal tötet. Wird es wieder so ein Mega-Multi? Ja, genau. Wieder ein Gegner. Nee, Doppelabschuss. Gut, ein mit der Typ, ein mit der Moab. Deswegen die Moab hat wieder eingerissen. Aber wenn er den nicht getötet hätte, die Moab den bekommen. So, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in den aktuellen Tagesablauf von mir geben an dieser Stelle. Mir hat es wirklich einen tierischen Spaß gemacht, mal wieder für euch ein schönes, etwas längeres Commentary zu machen. Danke nochmal an Tabak für die Gameplays. Ich hau euch alle Links, die ich erwähnt habe, unten rein. Ich bin an der Stelle raus. Euer Mr. Semtex. Und nochmal danke für alles bisher.